Damit herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Heute schauen wir uns ein Replay von mir selbst an im Leopard 1. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn gerade frisch gekauft, das war mein fünftes Gefecht in ihm. Und wir spielen auf Minen ein Begegnungsgefecht und starten vom Süden. Und wir sehen schon, wie ich mein Team anweise, dass die schnellen Panzer Richtung Hügel fahren sollen, weil der Gegner weniger schnelle Panzer hat. Dem schließe ich mich natürlich an. Matchup ist relativ gut, die Teams ausgeglichen. 48% sagt XVM, aber das darf man ja eh nicht so viel drauf geben. Weil XVM nicht einrechnet, welche Tierstufe von den starken Spielern besetzt ist. Mit uns auf den Berg fahren ein Bulldog, eine Budget und... Oh, da geht's direkt los. Typ 62 wird für uns geamoracked. Sehr glücklich. Ist schon mal in die Sicht, wie ich sie gehabt habe. Jetzt hier 62 verfehlt uns. Ich halte kurz an, um einen Schuss zu setzen. Der geht leider Richtung Boden. Und jetzt stelle ich mich hinter den Stein safe. Da liegt er, genau wie wir, drei Artillerien hat. S8 kommt nach vorne. Kommt ein Schuss in die Seite. Und jetzt sehen wir über... Third Person, dass er auf diese Ecke zielt, stumpf und wart natürlich. Möchte am Anfang von so einem Gefecht, da ich denke, dass ich viel zum Sieg beitragen muss, damit es funktioniert, kein HP wegschenken. Die Batschard fährt jetzt raus, frisst den Treffer, aber ich bleib drin, weil ich einfach aus Höflichkeit, weil er hat den Treffer genommen und soll jetzt sein Magazin einladen. IS-4 dreht jetzt den Turm und wir fahren raus, um einen Schuss setzen zu können. Wir sehen in Third Person, dass er immer noch nicht auf diese Ecke zielt, können noch einen zweiten Schuss setzen. Wir haben gesehen, dass ein Bulldog auf der anderen Seite in unserem Schussfeld war. Verschwindet, deswegen nehmen wir den 62, der auch nicht auf uns achtet. Bleib kurz stehen, um zu sehen, ob wir noch einen zweiten Schuss rausbekommen. Jetzt kommt der IS-7 nach vorne. Und ich habe ein bisschen schlecht gezielt und auf den fast nicht penetrierbaren Balken auf der IS-7-Panzerung geschossen. Und jetzt pusht der Gegner hoch, IS-712. Ich möchte mich auf kein direktes Feuergefecht einlassen, deswegen ziehe ich mich erstmal zurück. Batschert greift warum auch immer an. Verlege mich hinten rum. Hab da wohl ein bisschen Glück, dass die Artillerie nicht auf mich geachtet hat. Warte, bis ich umgespottet bin. Schau, ob ich im Cap-Kreis unterstützen muss, kann. Wir haben Schussfeld auf niemanden, deswegen achte ich jetzt wieder auf das hier oben. Ich sehe, dass der IS-7 jetzt von mir aus gesehen links rumkommt. Deswegen ich rechts rumfahre, mit der Hoffnung, ihn 112 rausnehmen zu können. Was uns auch gelingt. Dominating. IS-7 greift mein Team an, von oben scheinbar. Deswegen ich jetzt hinten oben fahre, um ihnen das Heck wecken zu können. Da habe ich den ersten Schuss, den ich gehabt hätte, verpasst. Halt ihn gespottet. Ja, fängt kurz an zu brennen. Automatisch Feuerlöschsystem. Und danach wieder komplett zerstört mit drei aufeinanderfolgenden Artillerietreffern. Könnte sein, dass das mein Spot-Damage ist, aber ich bin nicht sicher. Ich fahre kurz hier hoch, um mal sehen, ob ich die Artillerie spotten kann. Und tatsächlich sehe ich die Budget-Artie. Ich rege kurz nach, wegen eventuellen TDs, aber ich bleibe dabei, um meine Artillerie rauszunehmen. Versuche so viel wie möglich von dem Stein zu nutzen, um wegzukommen. Im Chat scheint es hoch herzugehen. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was in der Zeit geschrieben wurde. Es steht 7 zu 8. Ja, aber wir haben momentan noch den HP-Vorteil. Es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Der Cap ist von beiden Teams mit jeweils drei Panzern besetzt. Ich nutze jetzt meine Position Mobilität, um den gegnerischen E3 zu kämpfen. Er bekommt sogar noch einen Artillerietreffer. Und ich versuche, die Position zu halten, bis ich nachgeladen habe.
Und nicht eine Sekunde zu spät, zu früh zurückgezogen. Denn der Arti-Treffer vom GW-Typ E splash uns auch für 300, zieht uns die Kette. Jetzt verlege ich mich zurück, um den Bulldog daran zu hindern, unsere Artillerie zu, komplett zu killen. Der erste Schuss sitzt. Und danach hielt sich die Arti selbst. Der G, glaube ich, nicht mal auf. Und jetzt passiert der Fehler. Der Gegner steht mit allen, mit drei Panzern im Cap oder mit zweien. Mit zweien. Oh, okay, da ist die Anzeige falsch. Mit zwei Panzern im Cap gegen einen T69. Und ich bleibe trotzdem hier und warte auf die IS-7. Obwohl unser VKB das eigentlich alleine schaffen sollte. Daher die Schussfeld. Kurz, ziel kurz ein. Penetriere sie wieder nicht an der Seite. Also genau wie die IS-7 davor. Und danach stirbt sie. Und jetzt ist es schon knapp. Jetzt sind wir bei 30 Sekunden. Und da kommt noch der Rheinmetall. Ich, jetzt in dem Moment denke ich mir, dass ich eh nicht rechtzeitig ankomme. Und habe den Rheinmetall im Rücken. Deswegen gehe ich den Rheinmetall an. Und vertraue drauf, dass mein T69 das Ganze erklärt. Ich habe auf AE umgeladen. Nimm den Eintreffer vom Rheinmetall. Weiß, dass mein Video schneller ist. Schalte ihn aus. Und ich bete so sehr, dass der T69 sich zumindest in den Cap reinstellt, um den Counter zu stoppen. Aber er macht sogar noch besser. Er stoppt den Counter, resettet den IS-3 und killt ihn sogar. Und bleibt dabei am Leben. Sehr gut gespielt von ihm. Jetzt habe ich die Zeit und die Muse, bin ungespottet, um hier drunter zu kommen. Und jetzt ist eigentlich nur noch Formsache, Rampage, den T95 im Heck zu penetrieren, um ihn zu killen. Das Spiel ist an sich gewonnen. Der T69 wird im Cap bleiben, wie es aussieht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt auf meiner Jagd nach der Bradley Walters Medaille sterben sollte gegen zwei Artillerien, was im Leo eine sehr realistische Möglichkeit ist, hätten wir das Spiel gewonnen. Wir haben die Lore gespottet, die uns im Gegenzug natürlich auch. Und da ich sie selbst viel gefahren bin in Kampagnen, weiß ich, dass die Lore extrem schlecht ist, wenn es darum geht, vor sich zu schießen auf dem und was Gunny-Version angeht. Ich nutze hier Auto-Aim, um mich auf Fahren zu konzentrieren. In dem Moment hat er die Kanone auf mich gebracht, kurz bevor er gestorben ist. Warte kurz, bis ich nicht mehr gespottet bin, dass der GW-Typ E mich jetzt nicht beim Rausfahren noch killt. Achte darauf, dass ich die Steinmauer nicht kaputt fahre, um mich zu verraten. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie der GW-Typ E durch meinen Spot oben nicht aufgegangen ist, und zwar wenn er da hinten drin steht. Auf der normalen Arti-Position auf A1. Versuche ein bisschen Schutz nehmen und dann denke ich mir so, YOLO, fahr rein. Sein Schuss geht weit daneben, ich tracke ihn nur. Und in dem Moment, ich habe den Schuss gar nicht gesehen von ihm. Ich dachte, er hat noch nicht geschossen. Und deswegen blockiere ich ihn nach dem Trackschuss noch. Und mache den 8 Kills. So, 8 Kills, 6500 Schaden, die wir sehen. Mal sehen, was der Endscreen dazu sagt. So, hier sind wir im Ergebnisbildschirm. Man sieht 2000 XP, 91.000 Credits. Das Panzer aus dem 5. Spiel. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie viel das Spiel es war. Wir haben einen Blow-Up gemacht, ganz am Anfang. Typ 62. Wirkungsfeuer ist einfach nur mehr Schaden als HP. Duelland bedeutet, ich habe zwei Gegner zerstört, die mir Schaden gemacht haben, mindestens. Und ich habe mindestens 5 kritische Treffer gehabt. Ich habe irgendwie gerade am Laden, egal. Bradley Walters für 8 Kills, Pascucci's für 3 getötete Artillerien. Top Gun, klar, und Großkaliber für mindestens 20% der P-Pools des Gegners als Schaden. Es sind am Ende 6.500 Schaden, 8 Kills. Wir haben 5 Gegner entdeckt, 700 Assist Damage, 24 Schuss, 23 Treffer. 20 Penetration und Profit von 50.000. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch am Anfang mit Feuerlöscher gefahren, glaube ich. Hat man, glaube ich, gesehen.
Ich bin jetzt inzwischen auf Schokolade umgestiegen, weil der Leo in diesen 150 Gefechten, die ich seit ich den habe, glaube zweimal gebrannt hat. Was bleibt zu sagen? Der Leo hat sich zu meinem Lieblingstrainer entwickelt, ganz einfach wegen der Flexibilität, den ich in ihm sehe. Er kann nicht so aggressiv gefahren werden wie die Russenmate oder der STB zum Beispiel, den ich auch sehr gerne mag wegen der Gun Depression. Aber einfach diese 10, nein, Leo hat keine 10 Grad, aber einfach diese erhöhte Gun Depression macht diesen Leo unheimlich flexibel und er ist zwar aus der Fahrt nicht so gut wie die Russenmates, aber dennoch sehr genau und die Endgenauigkeit erlaubt halt dieses passiv-aggressive Spiel auf knapp 300 Meter am Anfang und dann am Ende mit seinen HP kann man sehr gut traden, weil die DPM auch recht gut ist und man ohnehin wenig vom Panzer exponieren muss, um wirken zu können. Naja, ich hoffe, das Replay hat euch weit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wie hässlich ihr mich findet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.